Ja, ja, ich möchte doch gern noch mal bei Kalle Meier stehen. Dort im Tunnel nach den schönen Mädels sehen. Und dort aus den Boxen klang der Rock'n'Roll. Hier bei Kalle Meier, da war das einfach toll. Vor 50 Jahren kam der Rock'n'Roll ins Friesenland. Die alten Leute hatten ihn vom Radio verbannt. Kein Elvis, kein Fats Domino und keine Everleaves. Die Musikszene war hier für die Jugend ziemlich mies. Doch ging man in Ostfriesland auf den Markt, da dröhnte es hier laut und bärenstark. Ja, ja, ich möchte gern nochmal bei Kalle Meier stehen. Dort im Tunnel nach den schönen Mädels sehen. Und dort aus den Boxen klang der Rock'n'Roll. Ja, bei Kalle Meier, da war das einfach toll. Der Sound vom Hula Hop Song lockte alle Leute an. Sie kamen hier zum Karussell, sobald es dort begann. Der Sound vom Rock'n'Roll war das, was man dort hören will. Bei Cliff und Little Richard stand keiner mehr hier still. Und hinten dort im Tunnel ging es rund. Da küsste man die Mädels auf den Mund. Ja, ja, ich möchte gern nochmal bei Kalle Meier stehen. Dort im Tunnel nach den schönen Mädels sehen. Und dort aus den Boxen klang der Rock'n'Roll. Ja, bei Kalle Meier, da war das einfach toll. Vom Hula-Hop-Song lange her. Die Erinnerung daran fällt allen etwas schwer. Doch was geblieben ist von damals und bleibt immer neu, das ist der Rock'n'Roll, der bleibt uns immer treu. Hör ich mir heute die alten Platten an, oh Hula-Hop-Song, du bist schuld daran. Ja, ja, ich möchte doch gern nochmal bei Kalle Meier stehen. Dort im Tunnel.